im 10. Jahre, da man hier zu Falkenstein sich misst im edlen Sängerstreite und im Jahr 25 seit die Falkensteiner im Verein die Konradsburg zurück zu altem Glanze führen. Ja, das ist wohl einmal verdient. Da haben wir die Ehre nun, noch ganz besondere Gäste zu begrüßen. Zunächst die Frau. Sie muss stets die Erste sein. In allen Dingen. Ein Mann ist immer erst der Zweite. Sie ist voll Liebreiz, Anmut, Würde, hat schon im letzten Jahr so manches Herz bewegt. Mit ihrem Sang gelang es ihr, im Innern uns zu rühren und beinahe zu verführen. So liegen alle Männer ihr auch heute schon wieder sehnsuchtsvoll zu Füßen. Christine ist ihr großer Name. Christine. Ach, wie keusch und rein das klingt. Was ist das denn hier? Der Wind von oben. Christine, holde, reine, edle Dame. Ein Name ganz, als ob ein Engel singt. Doch damit nicht genug. Sie singt nun nicht allein. Ein Ritter steht an ihrer Seite. Oh ja, man wird ihn gern zum Sieger küren, denn er versteht sich drauf, mit Sang und Klang uns Tag und Nacht aufs Schönste zu versüßen. Sein Anblick ist der Hoffnung, Sehnsucht, Neid und Neugier hier erregt. Der Tannhäuser. Der Sänger, die Sänger sangen heute seine Lieder. Wir freuen uns, nun singt er selber wieder. Ja. Gelüchten durch die Nacht, noch wisse dann ein Schnee, ihr lieb so wohl geschlacht, der trug die Augen mien, ich warm des solde sehen, des hellen Mannen schien. Oh, jedoch
getröste ich sie, dass sie ihr Weinen lehr und mich allum befiehlt. Dort hakt so wollt ihr Sünder Gott, mein arme Schauen bloß. Es war sein Wunder groß, dass ihn des nie verdroß. Dort tat wunderbar, das Herz, es geht uns allen auf.